Carina und Yuki. Yuki ist ein Mädchen. Mädchen? Ja, genau. Und Carina auch. Eindeutig, denn die... Das ist aber ein Wachhund, denn die Carina ist Zahnärztin. Du hast in Homburg studiert, im Saarland. Genau. Das ist ziemlich cool. Und du hast dir diesen Bus gegönnt. Ist das so dein Alltagsauto? Ja, das ist tatsächlich mein Alltagsauto. Ich fahre jetzt täglich damit in der Gegend rum, hier im Allgäu. Das ist ganz praktisch. Du bist ja Zahnärztin, das bedeutet, du hast viel Stress, man muss da viel arbeiten, das Geld fließt nicht mehr von allein, oder? Nein, definitiv nicht, nein. Da muss man viel arbeiten und sich auch viel erholen wieder danach. Das ist so, ja gut, ihr wohnt ja hier im Paradies im Ostallgäu, das ist hier in der Nähe von, was ist hier in der Nähe, Füssen? Füssen, genau, da wohne ich. Wohnst du. So, das ist die Box. Ich habe so eine ähnliche Box. Ich habe eigentlich 3 Windspiele. Die wiegen, glaube ich, zusammen weniger als dein Hund. Der wiegt wie viel? 20 Kilo. 26 Kilo. Er ist in Form? Definitiv. Also gut in Form. Du barfst? Nein, Trockenfutter, ganz ordinär. Ich auch nicht. Ich muss sagen, bei uns gibt es Nassfutter und Trockenfutter. Beim Trockenfutter, dann fangen die immer an zu pöbeln und sagen, oder? Also Trockenfutter gibt es bei uns im Alltag, Nassfutter, wenn wir auf sportlichen Veranstaltungen hauptsächlich sind, damit sie sich da etwas mehr Energie holen kann. Sportliche Veranstaltung heißt was? Ja, wir machen Events, Canicross nennt sich das mit Hund, eben laufen hier auf dem Camper sieht man auch ein Bild davon. Das bist du. Das bin ich tatsächlich und Yuki. Ja. Und ihr lauft die Berge hoch oder was? Ja, auch. Also das machen wir meistens eher wandernd, aber die Events sind meistens auf gerader Ebene. Und da wird im Team dann Sport gemacht zusammen. So. Du hast dich entschieden für eine Automatik? Ja. Aber tatsächlich kam das eher von meinem Freund, weil der darauf bestanden hat. Ich habe beides Probe gefahren und bin definitiv auch hier Teamautomatik. Mach mal bitte die Tür zu, dass wir mal das schöne Design einmal komplett sehen. Dein Freund ist nämlich immer mit dabei, wenn es irgendwie unterwegs geht. Ja. Der darf auch ab und zu mit. Und der Vorname? Alex. So, Alex. Dann vorne nochmal. Carina und Yuki. Ja, die Yuki ist ein bisschen einfacher. Das Design habt ihr selber entwickelt? Das haben wir mitentwickelt. Die Berge kamen von Southvan und die Figuren von uns habe ich mitentwickelt. So, ich zeige es mal gerade. Da vorne ist das Schloss Neuschwanstein. Du bist ein aktiver Mensch. Das hast du jetzt schon mal bewiesen, indem du sagst, okay, du machst, wie heißt das? Canicross. Canicross. Joggend, kann auf Ski, kann am Fahrrad, kann alles Mögliche sein. Und wir machen auch alles. So. Ist das ein gutes Auto dafür? Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist viel Teamveranstaltung. Das heißt, man fährt zusammen wohin, macht diese Events. Man ist meistens eben am Campen. Und dementsprechend ist es das perfekte Auto, weil man auch alles mitnehmen kann. Es ist riesig. Man kann durchladen für die Ski zum Beispiel. Also ich bin begeistert. Du bist auch Skifahrerin, das bedeutet, du lädst also Leute mit Hund ein, die machen das zusammen mit euch, mit mehreren oder wie muss ich das verstehen? Also beim Skifahren nicht. Beim Canicross, ja, da fahren wir mit, da sind auch andere Autos mit dabei natürlich. Die kommen mit dazu, ihr steht oft frei eigentlich? Ja, genau. Ihr schlaft im Auto? Natürlich. Ja, ich frage ja mal so, das ist ja so, wenn dann das Auto kommt, es hat einen Außenstromanschluss, du hast eine Solaranlage? Ja, habe ich auch. Ist das gut? Ja, definitiv. Okay, das heißt, die ist immer voll, die Batterie? Die ist immer voll, ja. Also das heißt, wir haben auch einen Wechselrichter, man kann alles anschließen, ob... Föhn. Ja, zum Beispiel. Ja, also es funktioniert alles und Batterie ist voll und... Ja. Ja. Sag mal, der steht so vor der Tür, das heißt, du kannst jederzeit einfach raus, wann du willst? Ja. Okay. Du kannst gucken, wie das Wetter ist? Auch ohne das. Österreich, Italien, warte ich mal. Wird wahrscheinlich morgen passieren. Wird morgen passieren, das heißt, du kannst es entscheiden. Oder vielleicht heute noch. Wir haben eben den da gezeigt, da vorne steht ein Trail. Mhm. Das ist so, ich sag mal, vorne noch mit Differenzialsperre und so. Aber die Frage war immer, wo man das ganze Zeug denn hinpackt. Wenn du mal gerade hinten aufmachst, bitte, zeig mal. Denn... Du hast dich freiwillig bereit erklärt. Du kommst ja aus dem Nachbarort? Ja, ich komme aus Füssen, genau. Aus Füssen. Ist das weit weg von hier? Nein, das sind 10 Minuten, nicht mal. So. Der Vorteil ist, dass die Schlafsitzbank, der hintere Bereich, den kann man so als Zwischenlagerstätte machen. Du hast nochmal ein Regalfach. Ja, also ich habe jetzt praktisch noch vom letzten Wochenende beladen, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe einfach meine Schlafsachen liegen hier oben drauf, auch die Woche über. Und ja, ansonsten nur noch Stühle. Die Tasche. Stühle sind da rechts, genau. So,
nur noch Tasche mit rein. Ja. Ausbau entschieden mit Schrank? Ja, genau. Wir haben die Camper-Variante. Da ist alles Mögliche an Stauraum, wie man hier sieht. Außendusche mit Hund, ganz wichtig. Also hier ist der Anschluss. Du selbst duschst aber nicht aus, ne? Also noch habe ich es nicht gemacht, aber im Sommer werde ich es bestimmt machen. Ist der ganz neu? Ja, relativ neu, ja. So, der hat die Schiene mit drauf, das heißt, du kannst die Bank verschieben. Hast du die Bank mal probiert umzubauen? Am Anfang war das schwer? Das mache ich regelmäßig. Also das ist echt ganz easy, auch für eine Frau, sage ich jetzt mal, ganz leicht zu verstellen. Das ist oft so, wenn es irgendwie hakelt und so, dann gibt es ja Leute, die, gut, du bist Zahnärztin, du bist quasi Handwerkerin, ja, oder? Schon, ja. Das ist ja teils Ärzteausbildung, teils Handwerksausbildung. Richtig, du musst viele Fortbildungen machen, da könntest du ja auch drin schlafen, ne? Ja, könnte ich, genau. Ist aber kein Geschäftsauto, es ist privat. Okay. Sehr schön, habt ihr es gehört, liebes Finanzamt? Es ist privat. Ja. So, es ist aber meistens bei den Ärzten, ist ja privat und geschäftlich E1, ein Konto. Ihr seid ja Freiberufler, wie es da ist. Also, du hast die totale Freiheit. Mach mal bitte auf, dass wir mal kurz reinschauen. Du bist jetzt, wie groß bist du? Ich bin 1,66. Gut, also handlich. Der Alex ist 1,95 und der kann auch ohne Probleme drin stehen, wenn das Dach oben ist. Ja, das Dach oben ist. Kann man denn auch hinten sitzen mit 1,95? Ja. Oder wird's ein bisschen? Doch, kann man auch. Also, jetzt habe ich praktisch die Sitzbank so eingestellt, weil ich nicht viele Mitfahrer hinten habe in der Regel, dass ich ohne Probleme an alle Schränke komplett rankomme. Wenn man es ein bisschen weiter vormacht, sieht man ja hier jetzt an den Kopfstützen, dann ist die Kopffreiheit ein bisschen angenehmer. Und dann kommt man aber auch noch ran, da das ja eben diese Tür mit dem Scharnier ist. Wenn du fährst, fängt er an zu klappern während der Fahrt? Weil da ist ja doch ein bisschen mehr eingebaut. Nein. Gar nicht? Also ja, klar, über ein riesen Bahngleis, sage ich jetzt mal, darf man jetzt vielleicht nicht mit 70 fahren. Irgendwelche Becher sind ja drin und so, das heißt ja, also komplett gar nicht. Soll ich mal aufmachen? Also ja, es ist gerne, so mach mal. Bisschen chaotisch von mir, aber ich habe hier alles Mögliche auch einfach mal so drin liegen. Das ist gar kein Problem. Also da scheppert nichts. Das heißt, es ist neu gekauft, oder? Ja. Schon. Ja. Damit es möglichst leicht ist, dann hast du hier ein Cerankochfeld. Das ist Strom. Genau, das ist eine Induktion. Die läuft natürlich über Landstrom. Das ist klar. So eine Batterie. Du hast Lithium oder nee? Du hast eine AGM-Batterie wahrscheinlich drin. So und das Ganze. Ich sag mal, ist so ausgelegt, dass du damit auch einen Jahresurlaub machen würdest oder bist du doch so eine Pauschalurlauberin beim Hauturlaub? Nein, nein, also in 4 Wochen steht Norwegen an. Norwegen? Ja, genau. Mit dem hier? Mit dem hier. Und das geht als Zahnärztin? Ja, ich hoffe. Weil das Norwegen einmal hinfahren, sind ja schon eine Woche, oder? Ja, nein, also ich habe mir 4 Wochen tatsächlich Auszeit gegönnt, ja. Okay, cool. Ja. So, und das ist klasse. Wie gehst du denn außen vor, wenn du jetzt ein Zelt oder sowas davor machst? Wie wird das eingefangen? Also bisher haben wir noch kein Zelt. Wir haben hier die Kederschiene, wo man einfach alles einhängen könnte, wenn man möchte. Ein Tarp oder sowas. Ja, alles möglich. Aber also jetzt, ich würde jetzt, wenn ich ankomme, mache ich die Box als allererstes raus und Dach auf. Ist das Thema Kühlschrank im Alltag auch praktisch? Ja, also klar. Also wir haben den großen Kühlschrank drin. Reicht auf jeden Fall. Also auch während der Fahrt, also es ist mal heiß im Sommer, du kannst einfach mal rauskommen, ja, bis von Natur unterwegs. Genau. Auch wenn man nicht campen ist, hast immer kalte Getränke. Die Heizung, hast du mal probiert? Ja, definitiv. Also die heizt auch sehr gut, muss man sagen. Also wir haben bei minus 12 Grad, haben wir jetzt erst vor ein paar Wochen noch übernachtet. Wo war das? Hier am Gründensee. Zum Testen, oder? Hier zum Testen, ja. Testübernachtung. Ja, er ist ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Du hast dich ja informiert. Wahrscheinlich hast du den nur gekauft, weil du die Jungs so nett fandest. Oder ist schon ein guter Preis gewesen? Eigentlich schon, oder? Ja, also Preis-Leistung, was soll man sagen? Also wenn man das haben möchte, dann ist das schon gerechtfertigt. Es gibt ja viele Fahrzeuge, wenn man sich so umguckt, Volkswagen und so, ja, da muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wir sind auch andere Probe gefahren und der hat definitiv überzeugt. Darf ich dir mal was zeigen? Ja. Komm mal mit. Die haben hier oben, so eine, unter dem Aufstelldach, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Den Himmel. Den Himmel? Ja. Ja, das haben wir ja in kleiner Version sozusagen. Wo denn? Haben Sie es nicht gesehen? Nee, zeig mal. Ach, da hinten! Hier haben wir das Almwiesendekor und auf der Rückseite praktisch vom Kofferraum aus auch nochmal. Und das riecht wirklich? Ein bisschen. Ja, ich glaube, also der ganze Himmel natürlich schon etwas mehr. So, da vorne habt ihr mit Magneten, habt ihr die Gewürze dann dran gemacht. Das ist schon ein Traumauto, oder? Ja.
Also meins auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wenn man sowas während des Studiums gehabt hätte. hätte ich definitiv auch nicht mehr Zeit gehabt. Dann. ja, nee, da sind im Studium doch viele Kurse auch während der Semesterferien. So, die Qual der Wahl, Auswahl, welches Modell, welches Design, was nehme ich, Automatik und so weiter, ist das schwer gewesen? Nein, eigentlich gar nicht. Automatik, wie gesagt, war klar. Das Modell war auch klar und das Design auch, weil das die kratzfeste Variante ist und da ja mein Partner da etwas vielleicht mal schusseliger ist, war das die einzige Alternative. Kratzfest heißt, die Oberflächen sind sehr stabil, oder? Genau, da kann man mit dem, also gezeigt wurde uns das definitiv mit dem Schraubenzieher voll drauf und da ist nichts passiert. Die Tür auf der Fahrerseite ist nicht zum Öffnen, oder? Die ist fest. Da gibt es keine Tür. Das war die Frage. Ja, okay, genau. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Was ist da unten drunter unter dem Schwarzen eigentlich? Unter dem Schwarzen? Ja, nee, unter der schwarzen Abdeckung. Also der Wechselrichter. Der Wechselrichter, darf ich das mal sehen? Ja, klar. Soll ich die Box mal ausbauen? Ja, sei mal so lieb. Ach, die ist da festgemacht. Ja, ich habe die da nur eben mit dem Ladungssicherung. Spanngurt einmal festgemacht, ja. Ach, die Yuki, die hat hier ein traumhaftes Leben. Ja. Das ist das Coole bei der Box. Ich habe genau die gleiche in klein. Genau. Die ist nämlich extrem leicht. Die ist sofort auszubauen. Kann auch mal, wenn man draußen die Ruhe haben möchte, wird der Hund einfach in die Box gepackt. Ich komme mal kurz rein. Sag mal, lieb, mach mal auf. Genau, also hier ist der Wechselrichter drunter. Boah, ist ein richtig groß, ein 1,2 kW. Genau. Hast du, ja klar, fürs Kochfeld muss ja ein bisschen was herkommen. Das heißt, du könntest auch ohne Landstrom für 5 Minuten mal... Ja, ganz kurz. Also okay. Das geht tatsächlich nicht sehr lange. So, aber mal eben eine Suppe oder sowas machen, das geht. Ja. So, dann da vorne ist das Feld. Du hast 2x12 Liter, langt das? Wasser? Ja, das reicht. Auf jeden Fall. Also man kann es ja auch immer wieder auffüllen. Das ist ja. So, im Kühlschrank, was hast du drin? Gar nichts. Eine Flasche Wein. Weißwein? Weißwein, ja. Okay. Aus Italien. Aus Italien. So, sehr cool. Und da vorne, das ist die Bedienung von der Heizung. Ist sie schwer zu bedienen? Nein. Draufdrücken geht? Draufdrücken schaffe ich. Da ist sie direkt an. Und dann nochmal draufdrücken ist entweder heizen, lüften oder ja, eben die Einstellung. Genau. Was genial ist, ist natürlich auch der Brennstoff. Die ist recht sparsam und du musst keine Gasflaschen mit dir mitführen. Genau. Das war dir wichtig, oder? Ja. Das ist ja im Prinzip hier, wir sind ja gasfrei fast. Ich habe einen Gaskocher dabei, aber das ist mit so einer kleinen Gasflasche zum Einspannen, ja, genau. Du machst mir schon das Gefühl, du kennst dich gut aus. Warst du vorher schon Camperin oder? Nur Backpackerin vorher tatsächlich. Also wir waren nur mit dem Rucksack und Zelt immer unterwegs. Gasfrei, Wechselrichter, Kederschiene. Naja, man informiert sich ja auch schließlich, so, bevor vorne, man sowas anfängt. Da ist noch ein Multifunktionsteil, wo ist das her? Das hat meine Mama gemacht. Echt? Handgemacht? Handgemacht, ja. Und der Vorname von deiner Mama? Die Malise. Die Malise. Hast du gut gemacht, Malise. Die sollte das im Internet anbieten. Ja, das ist so, die Leute würden das aus den Händen reißen. Aber das ist natürlich sehr praktisch. Man kann jetzt nur den Beifahrersitz drehen, richtig? Genau, so, ja. Macht doch sonst keinen Sinn mit dem Fahrersitz. Nö, also man könnte schon, es würde vielleicht gerade knapp gehen, aber also da wir ja auch nur zu zweit sind, reicht das. Also selbst wenn man zu dritt oder zu viert ist, also wir saßen hier auch schon zu viert mit 3 Hunden im Auto, mit geschlossener Tür und das klappt genauso. So, mach mir mal einen Gefallen, mal das Dach auf, dass die Leute mal sehen, wie schnell das geht. Ja, das jetzt bist du angekommen, willst kochen. Sowieso. Einmal drücken, nehme ich an. Ja, einmal hier. So. Bei 13,50 hatten wir angefangen. So macht das gut? Ja, sehr gut. So macht das sehr gut. Krass. Fertig. Fertig, zeig mal. Jetzt, ja. Boah, ist das schön. Geil. So, jetzt setze ich mich mal kurz mal. Da kann man auch hier mit 1,95 tatsächlich stehen. Das glaube ich dir sofort. Da vorne hast du dann deine Sachen drin? Genau, da ist einfach mal... was so rumfliegt, Kosmetiksachen, Gaskocher eben ist auf der linken Seite. Da ist noch ein Schneidebrett und eben eine Unterlage, wenn man quasi den Induktionsherd ausbaut. Also ist ja ganz schnell. Das ist, ach, den kannst du rausnehmen? Ist nur hier. Ach, da ist das Geheimfach. Ja. Jetzt haben wir es gezeigt. Ganz geheim hier mit Schublade. Ach so, okay. Also du kommst von oben ran. Also man kann das ausbauen und dann eben hier eine Platte reinmachen und da theoretisch auch den Gaskocher draufstellen nochmal.
Ich glaube, da haben wir schon reingefilmt hier, oder noch nicht? Haben wir schon reingefilmt, ja. Wenn du es gerade nochmal aufmachst, dass wir einmal komplett haben, von der Größe her. Genau, da war das Besteck, richtig, mit der Falltür. Da unten drunter, das geht ja bis tief runter, da hast du die... Da habe ich 3 solcher Kisten drin. IKEA-Boxen, oder so ähnlich? Ja, so ähnlich, genau. Okay, und da unten drunter ist der Tischbein. Da nochmal den Tischfuß, genau. So, dann bauen wir bitte den Tisch auf, denn viele Leute interessiert nämlich immer, wie geht das mit dem Tisch? Der hat eine feste Position? Nee, der hat keine feste Position. Kannst du bewegen? Kann jetzt nicht mehr, jetzt habe ich ihn aber nicht ganz drin. Also ich muss ihn hier natürlich aufmachen. Ist ja voll der Profi. Sie war stets bemüht. Sie war stets bemüht. Also jetzt habe ich es zu weit aufgemacht. Das echte Leben. Passiert auch mal da. Also, ich habe hier meine Rasten, mit denen ich das halt im Prinzip überall, egal wo ich möchte, eben einbauen kann. Dann festschrauben. Dann ist er tatsächlich auch fest, also da kann man rückeln und tun, da rührt er sich nicht. Ach, ich dachte, das wäre das Rohr für... die Heizung. Die Heizung ist nämlich auf der anderen Seite. Nee, so. Da gibt es kein Rohr. Da gibt es kein Rohr. Genau. Das ist das Rohr. Und hier ist der Tisch raus. Das ist jetzt. Man kann den Tisch auch außen hinstellen. Man kann den Tisch auch außen hinstellen. Da habe ich einen extra Fuß dazu. Der ist im Kofferraum. Und dann aber gleiches Rohr, gleicher Tisch. Genau, das war's. Toll. Reba. Und dann war's das. So, komm mal mit. Ja. Dann zeigen wir mal die Erbauer. Wir haben sie alle 4 hier. Die Frau des Hauses geht gerade aus dem Bild. Warum? Ist gar nicht so schlimm. Ihr seid 10 Leute insgesamt. Da fehlen noch 6, aber ein paar sind dabei. Du bist die? Sandra. Die Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Hast einen tollen Mann. Ja, das weiß ich. Danke. Das ist der da, oder? Ja. Genau, der da. Du bist der? Ich bin der Andi, ja. Hallo Andi. Wir sind in Ostallgäu. Beschreibt da mal ungefähr ein paar große Städte, die hier in der Nähe sind. Füssen haben wir eben schon gehört. Ja, Füssen ist so eine Stadt mit 10.000 Einwohnern ungefähr. Die nächstgrößere Stadt ist Kempten im Allgäu. Kempten im Allgäu. Ja, und dann natürlich rechts rüber, wenn ich geografisch von hier blicke, ist München. Mhm. So 120 Kilometer entfernt und vielleicht 150 Kilometer entfernt Stuttgart. Du weißt, warum ich frage? Ja, wie wir zu finden sind vielleicht. Nee, das ist klar, aber wenn ich jetzt hierher komme, dann will ich auch ein bisschen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen Urlaub machen, vielleicht einfach mal zu euch kommen, dass der Weg nicht ganz umsonst ist, wenn es vielleicht doch nichts für mich war, was ich kaum glauben kann, wenn man die Videos hier sieht. Und es ist wunderschön hier, oder? Ja, es ist wunderschön. Wir sind mitten in der Tourismusregion. Wenn man jetzt hier rechter Hand schaut, sehen wir direkt Schloss Neuschwanstein. Wenn man links rüber schaut, dann sehen wir hier Nesselwang, Alpspitzbahn Nesselwang. Man kann hier Skifahren, man kann wandern im Sommer, man kann sein Camper auch, wenn man vielleicht irgendwie sich für Camping interessiert, einwandfrei. Ja, der gehört auch zu mir, das ist mein Kind. Das ist deiner? Das ist der dritte in der Familie. Du hast 3 Kinder? Oder? Nein, ich habe ein Kind, aber der dritte in der Familie. Sandra, ich und der Lasse jetzt in dem Fall. Der Lasse. Und der Lasse, der kann hier einwandfrei Skifahren beispielsweise oder Biken oder halt Tagesausflüge unternehmen. Ist das noch Schnee da eigentlich hier? Ja, man sieht ganz hinten so ab 1500 Meter haben wir noch Schnee, das aber auch nordseitig, südseitig, wird auch bald der ganze Schnee weg sein. Jetzt. Das ist so, der Klimawandel hat euch ja schon erreicht hier? Ja, beim Skifahren ganz sicher, ja. Also man sieht jetzt auch zunehmend bei den Pisten, bei uns im Allgäu, dass man künstlich zuschneiden muss, dass man Skisaison gewährleisten kann. So, sie ist ja jetzt die Vorzeigekundin. Sie hat jetzt kein Geld dafür bekommen, oder? Habt ihr irgendwie noch einen 50er zugesteckt? Leider nicht, habe ich gehört. Ja. Ist so. Wie habt ihr euch kennengelernt, ihr beide? Ganz regulär. Also wir kennen uns aus der Vergangenheit nicht, auch wenn wir nur einen Ort voneinander entfernt wohnen. Sie ist klassisch als Kundin zu uns gekommen und wir haben den Bus jetzt begleitet. Wir haben den irgendwie dann nach Carinas und Alex Vorstellungen ausgestattet und umgebaut oder ausgebaut, weil wir kriegen ja immer das Ford-Basisfahrzeug in der entsprechenden Variante, also Automatikgetriebe als Sportversion mit großen Felgen jetzt hier beispielsweise und baut den dann nach Kundenwunsch in Anführungszeichen in Kleinserien um. Genau, das große Thema, was ich ja an dich mal fragen soll, ja, so das Kultauto ist ja der VW 6 oder VW 5 oder VW 4, am liebsten noch ein 3 oder 2 und so weiter. Das Auto hat einen, ich denke, nicht unerheblichen Vorteil. Es ist, glaube ich, ein gutes Stück größer, oder? Innen drin. Ja, doch. Also das war auch mit ein Hauptproblem.
Hauptgrund, warum wir uns für das entschieden haben, weil es doch nochmal einen Unterschied macht. Das ist klasse. So, jetzt habt ihr die kennengelernt, die Jungs. Du kannst hier reingucken in die Werkstatt, wie die arbeiten. Genau. Und Mädels, die hier sind. Schafft das Vertrauen? Definitiv. Also wir sind hier weg vom ersten Gespräch und wir haben gesagt, wir können eigentlich nirgends anders ein Auto kaufen. Wir müssen das ist direkt um die Ecke wegen des Service. Aber auch das, aber auch weil alles so nett, sympathisch, auch irgendwo transparent, sage ich jetzt mal, alles war und uns der direkt behagt hat. So, jetzt mal eine Frage an dich. Wie war denn das Feeling, als du den abgeholt hast? Du hast ihn ja zwischendurch schon mal gesehen, nehme ich an. Du warst schon mal hier? Nein, ich war gar nicht hier. Du hast gesagt, ich will ihn fertig sehen. Genau. Und das war natürlich toll. Also, was soll ich sagen? Ich habe mich riesig gefreut. Schon Monate ja in der Vorfreude. Und dann ist das so? Ja. Also bei mir definitiv. Ja, das ist dein Auto, kann man das so sagen? Es ist unser Auto. Aber ich sag mal, wenn habt ihr nicht die Möglichkeit, laufend zu zweit zu fahren? Nein, hat dein Freund noch ein eigenes Auto? Ja, der hat ein eigenes Auto und ich bin jetzt im Alltag mit dem unterwegs, definitiv. So, wenn ihr mal gerade mal alle mitkommt, wir wollen mal ein bisschen Werbung machen für diesen vollen, tollen Ford Transit Custom, der so, ich sag mal, bei vielen Leuten gesagt haben, ein Ford, dann wird er noch in der Türkei gebaut, ja, ob die das drauf haben. Aber man muss sagen, wenn man das nicht wüsste, der würde jetzt noch woanders gebaut werden, du würdest es gar nicht merken, oder? Nee, überhaupt nicht. Der Ford ist ein super Fahrzeug. Wir haben jetzt auch aus der Historie bedingt, seit wir angefangen haben, ganz, ganz selten mal ein Problem gehabt. Rost jemals? Überhaupt nicht. Da gibt auch Ford grundsätzlich 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten. Auf Rost gegen Durchrosten. Und da muss ich auch sagen, wenn man sich das Fahrzeug im Detail anschaut, und das müssen wir als Hersteller, dann sieht man, dass genau die Stelle, wo Rost empfindlich sind, erstens entweder mit Plastikelemente ausgestattet sind, oder dass da eine Doppelversiegelung anbracht worden ist. Hier bei dem Sportmodell sieht man jetzt, dass der grundsätzliche Spoiler unter, also die Spoilerverbreiterung, Kunststoff? Ein Kunststoffelement ist. Das kann gar nicht rosten. Und hier hat man nachher mit so einem Fettwachs noch zusätzlich einfach Roststelle versiegelt. Und das zieht sich durch die Modelle durch, sodass auch ich mit gutem Gewissen sagen kann, dass man da wahrscheinlich keine Rostprobleme mehr kriegt. Carina, komm mal bitte her. 5 Meter sind die im Alltag zu parken? Ja, aber ich würde auch behaupten, dass ich gut einparken kann. Doch, also. Ich hab überhaupt nicht gesagt, dass Frauen nicht einparken können. Das ist so. Wenn du mal gerade einsteigst, bitte, von deinen Maßen, weil du bist ja jetzt doch eine handliche Frau. 1,66 Meter, sagst du? Ja. Ah, jetzt ist oben das Ding offen. Macht nichts. Gerade davor. Du bist eher so der unkomplizierte Typ, wenn es in Urlaub geht oder ist da irgendwie das Ballkleid muss mit? Nein, bei uns sind eher die Sportklamotten im Gepäck. So, zeige ich mal gerade, da ist noch richtig Platz hier hinter. Aussicht, Übersicht, ist die gut? Ich komme mir vor, als wäre ich der höchste Mensch hier, der auf der Straße unterwegs ist. Also das ist ein Vorteil, gell? Ja, also es fühlt sich wirklich sehr übersichtlich alles an. Die Laufruhe, Laufkultur, wenn du mal so 120 wärst auf der Autobahn? Also gar kein Problem. Geht. Ja, läuft alles. So, du hast Multifunktionsanlage. Ist das Radio in Ordnung? Klingt das gut? Ja, klingt also, auch gut. Du bist also vollkommen. Hinten kriegt man nicht mehr so viel mit, aber hier vorne natürlich ja schon. So, und das ist das Wichtigste aller Zeiten. Was ist das für eine Flasche? Das ist tatsächlich Tee jetzt in dem Fall. Nee, was ist das für ein Hersteller? Was ist das? Flask heißen die. Die kenne ich gar nicht. Ist das gut? Die sind super. Also, das habe ich hier, muss ich auch nochmal anmerken, Werbung machen. Nee. Doch super. Die hält also 2 Tage, wenn ich den nicht trinken würde. Warm. Auch kalt natürlich. 2 Tage? 2 Tage. Ja. Nee. Doch, wirklich. Also meine ganz normale Thermoskanne hält so einen Dreivierteltag. Und dann soll ich ist mal ausschenken? Den habe ich heute Morgen gemacht. Ja, mach mal. Tee oder was ist drin? Ja, da ist Tee drin. Was für ein Tee ist es? Japanisches Kirschblütenfest. Habe ich doch gewusst, ja. Da ist sogar noch ein bisschen Bling-Bling in deinem Auto drin. Das heißt, du hast Lack hier, Hochglanz. Ja, genau. Also ein bisschen was muss ja sein, oder? Ja. Das ist der elektrische Fensterheber mit drin, Zentralverriegelung. So, du kannst das Handy koppeln, nehme ich an, ordentlich. Ich kann das Handy koppeln, richtig, einmal via Bluetooth. Das gibt's doch nicht. Echt, der dampft noch. Ja, der ist knalleheiß. Die ist wahrscheinlich nicht ganz billig, die Flasche, oder? Das ist jetzt die größte Variante, 1 Liter, ich glaube 70 Euro. Okay, aber die hält? Die hält definitiv. Okay. Das sagt im Sommer auch kalt, natürlich. Gut, und das ist wahrscheinlich außenrum, damit du es tragen kannst? Na, das ist nochmal zusätzliche Isolation. Okay. Einfach. Aber da ist 2 Tage. Auch nichts. Die ist eiskalt hier oben. Ja, wirklich. Ich habe heute so viel gelernt bei dir.
So, toll. Das heißt also auch Sitzposition, das klappt alles von allen dran? Also Sitzposition klappt. Das Einzige, was ein bisschen das Allereinzige ist, dass das Lenkrad für mich ein Ticken zu weit vorne ist eigentlich, aber ich krieg's nicht weiter raus. Also das ist hier praktisch schon... Das könnte noch ein Stückchen näher zu mir. Wenn ich hier sitze und hier unten halt, ist das super. Wenn ich hier oben halt, ist mir das eigentlich schon zu weit. Aber sonst, also muss man sich halt ein bisschen umgewöhnen. Kannst du die Arme irgendwo ablegen während der Fahrt? Ja. Da ist eine Armlehne drauf und da? Das ist ein Tick zu weit. Tick zu außen, hoch. Würde ich sagen. Gut, aber außen, du lebst noch. Ich lebe noch. Es funktioniert auch so, ja. Genau. Frage aller Fragen: Du würdest es nochmal kaufen? Ja, definitiv. Sonst wärst du ja jetzt nicht hier. Wärst du sonst wäre ich nicht hier, ja. Ja, toll. Ja, Carina, vielen Dank erstmal für das nette Interview. Ja, ich unterhalte mich noch ein bisschen mit den Jungs. Alles klar. Was steht jetzt an? Morgen geht's nach Italien? Ja, wahrscheinlich Südtirol. Ach, Südtirol. Wo, wohin ungefähr? Richtung Bozen ist mal grob geplant. Ja. Es spielt ja keine Rolle. Ihr könnt ja überall... Egal. Ihr steht auch da frei in Südtirol? Ja, ja, also klar. Gibt's Campingplatz, oder? Kann man auch machen. Also je nach Lust und Laune. Ja. Das Ganze muss ja dann synchronisiert werden mit deinem Freund. Der hat auch 4 Wochen? Ja, natürlich. Der ist gerade leider krank. Aber ja, dann später hat er 4 Wochen auch frei. Ja, genau. Carina, ich guck mal auf die Uhr. Heute der 25. März 2022. So jung wirst du nie wieder sein. Aber ich bin mal sehr gespannt. Lebensdauer von deinem Auto. Auf was hast du denn angelegt? So mal die nächsten 10 Jahre? Auf jeden Fall. Ja. Also. Du bist niemand, der immer so den neuesten Look. Also ich hatte vorher, ich bin auf den von dem Seat Leon umgestiegen. Den bin ich jetzt 8 Jahre gefahren. Und bin noch todtraurig, dass ich ihn jetzt quasi hergeben muss. Oh, Seat, hast du vorne gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Also ich bin super glücklich mit dem gewesen. Hallo. Oh, ja, Yuki ist auch da. Den fährt aber jetzt mein Freund. Also er ist der nutzt den weiter. Ja. So ist das, ja. Genau. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, bitte gerne. Dann ist es, ja, da sind wir, wenn ich so ein Auto haben möchte. Ja. Ich habe eben eine freudige Nachricht bekommen, ihr könnt dieses Jahr noch liefern. Ja, wir haben hier 2 Modelle. Auf der einen Seite das Allrounder-Modell. Ja. Das ist ein bisschen schneller lieferbar. Also das Allrounder-Modell, da haben wir ein gewisses Kontingent an Fahrzeugen gesichert. Wenn man sich für so eins interessieren würde, könnte man tatsächlich, ja, wenn denn das Fahrzeug bei uns auf dem Hof steht, also vorkonfiguriert ist und da ist, können wir im Juli ausliefern. Juli 22. Juli 22, ja, tatsächlich. Dieses Jahr? Ja, unsere Jungs sind ganz schön fit und schnell und wir haben unsere Produktion darauf ausgelegt, dass wir halt mehr Autos bauen dieses Jahr. Tatsächlich, Juli 22. Beim Camper-Modell, wenn wir das immer schon machen, also wir haben mit dem gestartet damals, wie wir Startup waren und dementsprechend ist die Nachfrage nach dem auch regelrecht explodiert, da sind wir jetzt bei einer Vorlaufzeit von 12 Monaten, also von einem Jahr. Ja, Start-up. Ihr habt ja viele Handwerker hier im Team mit drin, die da sind. Der Kollege war Studienkollege. Du hast studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann später Sozialwirtschaft im Master. Fertig? Fertig, ja, ja. Ich frage mal so. Ja, ja. Tatsächlich, ja, ja. Ist das wo? Ja. Wo hast du studiert? In Kempten, also hier gleich in der nächsten großen Stadt. Ja. Ist die gut, die Uni? Ja, das ist eine Hochschule und ich muss sagen, es war eine kleine Gruppe, mal viel Wert auf interdisziplinäre Teams, also auch der Austausch dann von Studiengängen gelegt. Ja. Ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall gewesen. Das Ganze ist natürlich Durchkalkulation. Ein großes Thema ist natürlich Lagerhaltung. Man muss jetzt Lager halten, oder? Man muss Lager halten. Also ich sehe das auch jetzt im kleinen, mittelgroßen Betrieb. Wir haben eine extra Lagerfläche, Gott sei Dank, in unserem Eigentum. Ja, da mein Kleiner, ja. Der ist lebensfroh, gell? Ja, wie man sieht, ja. Der ist jetzt 6, 7, 8? Sechserscher. Ja, dieses Jahr kommt er in Schule, auch da bei uns in Nesselwang. Und ich schätze das sehr, jetzt auch die ganze Region. Ah. Ja, wirklich ein Paradies für Kinder, ja. So, jetzt habt ihr euch ja speziell für Ford entschieden. Es hat viele Gründe. Das Fahrzeug ist, sag mal, relativ gut verfügbar gewesen. Es ist sehr groß. Ihr habt gute Erfahrungen mit der Qualität. Wie lange baut ihr Ford schon? Wir bauen jetzt seit knappe 3,5 Jahre Ford und wir haben auch mit dem Ford gestartet. Und wir haben wirklich eine ganz detaillierte Analyse gemacht. Ich als Betriebswirt, ich kalkuliere erstmal alles durch, bevor ich da jetzt irgendwie anfange, ein Auto durch auszubauen und will im Vorfeld wissen, irgendwie wird sich das langfristig rentieren, wird sich das lohnen und vor allem, welches Basisfahrzeug soll es dann sein und wird uns dann als Startup auch zum Erfolg führen. Und da ging am Ford kein Weg vorbei vor 3 Jahren. Du hast einen riesen USP, die meisten bauen nicht auf Ford. Also muss man dazu sagen, einige bauen auf Renault, habe ich gesehen. Ja. Der Renault, super Auto, kommt aber bei den Leuten sagen, ach, der ist so komisch, so hässlich und so weiter und so fort. Der Ford
der Ford ist natürlich so, der polarisiert, oder? Muss man schon sagen. Ja, du hast hier halt eine ganz komfortable Gemengelage. Der Ford ist ein unglaublich schönes Fahrzeug. Wir sehen hier die Alufelge, 17 Zoll Alufelge. Klar, das ist die High-End-Version jetzt, eine Sportvariante. 17 Zoll Alufelge profitiert jetzt von der gleichen Maße wie der Renault. Man hat große Schlaffläche, man hat einen großen Innenraum, man kriegt eine Dreiersitzbank rein. Man hat aber trotzdem im Außenmaß einen VW-Bus. Also der ist 4,97 Meter lang, der ist gleich breit wie der VW-Bus. Er hat aber mehr Funktionsfläche, mehr Nutz- und Funktionsfläche, gerade in die Schlaffläche, gerade in die Bettfläche. Und das ist auch, wenn du reinkommst, du musst dich mal reinsetzen, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja, es ging kein Weg dran vorbei. Also halt, ja. Mir war vor der Wahl, VW, Renault, wäre alles zur Wahl gestanden. Wir haben uns für den Ford entschieden, es ist ein schönes Fahrzeug und in Bezug auf die Funktion einfach der andere eine Messerspitze voraus. Ganz fürchterlich ist die Haltbarkeit, also muss man wirklich sagen, der erste Service, glaube ich, bei 30.000 und 2 Jahren. Es ist wirklich also auf Laufleistung ausgelegt. Das Auto ist ja ein Nutzfahrzeug eigentlich. So muss man es ja schon sagen. Das ist für Handwerker, das muss funktionieren. Ja, es muss funktionieren. Aber was man hier wirklich auf den Punkt bringen muss, die ganzen Fahrzeuge, die haben ja 3,2 Tonnen oder mehr. Jetzt sind da auch Motoren eingebaut, die 3,2 Tonnen ziehen. Es sind Bremsbeläge eingebaut. Das Fahrzeug ist noch platter gefährdet. Also man hat jetzt da erstens kein Problem mit der Zuladung und auf der anderen Seite natürlich auch wahrscheinlich ein sehr langlebiges Fahrzeug, weil es einfach für ganz andere Lasten ausgelegt ist. Die Karre, die wiegt jetzt 2,4 Tonnen leer. Ja. Ja, der da, das sind 3,4 Tonnen. Ja. Ja, da kann man 1200 Kilo zuladen in dem Auto. So, das heißt, also das ist ein ganz kleiner LKW, so muss man sagen. Der ist also nicht von unten PKW-Basis hoch gezüchtet worden, sondern eher von oben runter, so muss man sagen. Von einem Lastenesel auf eine Personennutzung. Ja, und jetzt muss man sagen, in Anführungszeichen ist er jetzt nur noch für die Personennutzung zuständig und für den Camperbereich, weil sonst muss der bis zu 3,4 Tonnen ziehen. Und da sind alle Komponenten drauf ausgelegt. Er hat Luft. Das zeigt jetzt halt auch die Vergangenheit oder die Erfahrung. Darum gibt es ja an den Fahrzeugen wenig Reklamationen oder wenig Instandhaltungsbedarf. Ich arbeite ja mit einem großen oder so sogar zwei großen Ford-Händlern zusammen, die sagen, die Dinger sind leider, ich sag mal, in der Werkstatt kaum gesehen. Sie halten leider viel zu lange. Das ist oft ein Problem. Du siehst die alten ja immer noch fahren, trotz Rost, die teilweise 20, 30 Jahre alt sind. Ja, das ist so. Aber die haben ja damals noch gerostet. Das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, wo irgendwie auf andere schließt oder sowas. Aber wir bauen halt Fahrzeuge, die halt irgendwie 10 oder 15 Jahre halt das alles. Weil das machen wir in Schreinerqualität und wir probieren einfach, dass die Autos langlebig sind, weil jetzt gerade als jüngeres Unternehmen kannst du es dir gar nicht leisten, dass du qualitativ nicht 100% einwandfreie Produkte ablieferst. So, wenn ich Interesse habe, kann ich vorbeikommen, Termin machen, mir die Autos, habt ihr immer ein paar da? Wir haben immer Autos da, ja. Also mindestens immer 2 V4-Fahrzeuge. Man kann dann gerne Probe fahren, man kann sich beraten lassen. Die Beratungen, die dauern meistens auch ja, unüblich lange. Ja, das glaubt mir schon gar keiner, aber 2-3 Stunden ist man da alle am Weg, wenn man sich beraten lassen will. Ich habe ja die Videos hier auch jetzt mal 35 Minuten gemacht. Wir haben übrigens dieses Auto, auch dieses hier werden wir filmen gleich mal, jeweils in einem Einzelvideo vorgestellt, wo man schon relativ viel gucken kann. Das ist mir auch wichtig, dass man wirklich so viel wie möglich zeigt, weil jemand, der wirklich Interesse hat, ja, will alles wissen, oder? Ja, der fragt auch alles und da muss man als Verkäufer oder dann auch als Hersteller offen auf die Frage eingehen, weil jetzt gerade wie Carina ist ein Neuling in der Branche. Sag mal, ich hätte Carina viel verkaufen können, sag mal, aber sie wollte einen Bus, wo sie genau die Aktivität da durchziehen kann, die sie halt mit sich im Mittelgrund irgendwie verwirklichen kann. Und darum dauert ja eine Beratung auch so lang. Es gibt unglaublich viele Dinge auszuwählen. Es gibt verschiedene Basisfahrzeuge, es gibt Dekore, das eine ist kratzfest, das andere sag mal, ist aber da dafür günstiger. Und es gibt verschiedene Sitzkonstellationen, es gibt einen Wechselrichter. Will man mit dem Strom autark sein? Will man eine Solaranlage oder reicht ein kleiner Powercube? Ja, oder braucht man überhaupt nichts? Ja, und so gestaltet sich dann am Schluss natürlich auch der Preis. Aber jeder bekommt bei uns mit Sicherheit das für sich richtige Fahrzeug, auch dann auf Grundlage der Beratung. So, es geht los bei, sag mal, roundabout 57, habe ich gehört. Da ist dann vielleicht das Küchenmodul noch nicht dabei. Viele brauchen gar keine Küche. Das Aufstelldach wäre schon dabei. Mhm. Das Schlafbett unten wäre schon dabei. Ja. Die, ich sag mal, Reling ist dabei. Hier sieht man auch schön das Möbelmodul. Das hat der drüben jetzt nicht gehabt. Lassen viele Leute auch weg, die zum Beispiel Mountainbike fahren. Ja, also
das Allrounder-Fahrzeug, das man drüber jetzt sieht, der weiße, der ist für das ist ein alltagspraktisches, also alltagspraktisch sage ich bewusst zuerst, ein alltagspraktisches Freizeitfahrzeug. Man fährt das im Alltag, man transportiert, man will Personen transportieren und geht ab und zu in Berge oder an der See. Ja. Das Fahrzeug ist ein vollausbauter Campingbus. Und der vollausbaute Campingbus ist unser Campermodell. Er richtet sich aber bald schon an eine andere Zielgruppe, weil hier kann man wirklich campen. Das ist ein vollwertiger Camper, ja, in das Ausweihen Art und Weise. Viel mit Holz halt, ja, in Handwerksqualität sozusagen ausgestattet und sagen wir, vielleicht auch, mir findet es immer ganz schön, dass man die Kante, die offene Kante sieht, hier am Küchenblock. Da unten, das, was so ein bisschen aussieht wie Multiplex. Ja, genau, das ist Multiplex. Also oben jetzt doppelt verleimt, unten ist einfach, alles mit Verbinder. Also man hat hier jetzt keine Schraube in der ganzen Möbelzeile. Ja, und ist das jetzt überhaupt... Das gefällt uns, darum haben wir das so gebaut. So, das heißt, ihr macht ja alles komplett hier. Ist das noch bezahlbar von den Löhnen her überhaupt in Deutschland? Das geht? Bezahlbar von der Löhne. Bei uns verdient jeder angemessenes Entgelt für das. Ich habe eigentlich auch nur Meister beschäftigt, einen Schreinermeister, einen Metallermeister. Ja, ich selber bin Betriebswirt, der Dani ist Betriebswirt. Ja, es wird auch viel in Polen, in Tschechien und so weiter gebaut, aber wir sind jetzt hier in Deutschland, das geht. Wenn man Wert drauf legt, dass die Dinge regional, also regional gemacht werden und dass man die Wertschöpfung in der eigenen Region lässt, dann geht das immer. Das Fahrzeug kostet vielleicht, sag mal, dann der ein oder andere Euro mehr, wie vielleicht ein vergleichbares Fahrzeug, das in Polen produziert ist. Ja. Aber bei uns kann man vorbeikommen und kann dann nachher auch die Instandhaltung machen lassen, in Form von einem Anruf, und man fährt vorbei und übernachtet auf unserem hauseigenen Campingplatz. Das ist auch richtig. Ja, man hat vielleicht in Bezug auf den Preis im Ausland Vorteile, aber nicht in Bezug auf die Kundennähe. Mhm. Ja, und das ist halt so eine Roundabout-Sache, die wir beim Sausven auch groß schreiben. Wir bauen der bloß ein Fahrzeug, sagen wir möchten zum Kunde recht machen. Darum gibt es da eine lange Beratung, darum gibt es ordentliche Abwicklung von Instandhaltungen, dann vielleicht von Nachrüstungen. Ja, und da ist, und das zeigt jetzt die Vergangenheit, halt öfters mal auch der Kunde bereit gewesen, sage ich mal, der ein oder andere Euro dann mehr zum Zahlen. Ja. Gott, ihr seid aber trotzdem noch in einem sehr preiswerten Bereich. Wenn jetzt wieder viele schreien und sagen, oh mein Gott, das ist ja gar nicht so preiswert, aber wir haben gestern einen Kastenwagen gefilmt, 317.000 Euro. Viele Kastenwagen gehen locker an die 100, muss man sagen. Also nicht nur auf VW-Basis, das ist so. Und bei euch geht es los knapp über, ich sag mal, 50, 57. Da kriegt man schon ordentlich was. Ja, wenn ich Interesse habe, Southvan, ich habe schon gehört, ihr seid ja im Süden Deutschlands, deswegen South und Van erklärt sich ja von selbst. Ja. Wenn man Interesse hat, ihr habt eine tolle Webseite, einfach mal googeln, South Van. Ich habe es übrigens gegoogelt bei der Anfahrt. Ich musste nur South Van eingeben, es kam direkt. Ja, also, so soll es sein, gell? Selbst im Saarland. Ja, super. Ist, aber wenn du mir gerade nochmal die Webseite sagst, www.southvan.de. So einfach ist es, ja. Die nächste Messe, die ansteht, ist ja schwierig im Moment mit Messen. Ihr seid, glaube dieses Wochenende seid ihr auf einer Messe, oder? Dieses Wochenende sind wir bei dir. Genau. Nee, also dieses Wochenende sind wir nicht auf einer Messe. Nächste Woche? Nächste Woche auch nicht. Ich denke, die nächste Messe, wo wir tatsächlich waren, Düsseldorf. Düsseldorf, Caravanserai. Wenn es klappt. Ich glaube, ich stehe auf der Warteliste. Oder seid ihr schon fest verbucht? Ja, wir sind durch das, dass wir das erste Mal in der Corona-Aufwachzeit 2020 an der Messe Düsseldorf waren. Das ist nicht krass. Sind wir immer schon verbucht. Ihr habt angefangen, Vans zu bauen. Da gab es noch kein Corona. Das heißt, hättest du das gewusst, hättest du es anders gemacht? Nee. Es gab viele Leute, die gesagt haben irgendwie, jetzt kam Corona, seid ihr euch sicher, dass ihr weitermachen wollt und es wird alles schwierig und die Lieferkette irgendwo, die haben damals schon gestockt und der Holzpreis ist damals schon hochgegangen und so. Wir haben es durchgezogen und es funktioniert nach wie vor gut. Ich kenne die Zeit nicht, wo alles regelkonform läuft. Sprich, es kommt Material zum vereinbarten Preis, in vereinbarter Qualität, zum vereinbarten Zeitpunkt. Das gab es bei uns wahrscheinlich noch nie, darum haben wir auch so ein großes Lager. So, das ist der Schreiner. Du bist der? Florian. Hallo Florian. Du hast eine tolle Werkstatt, die werden wir gleich im extra Video mal besuchen. Du warst als Kind schon mit Holz unterwegs? Ja, immer beim Opa in der Werkstatt halt. In der Werkstatt? Ja, ja. So, was war das Erste, was du gebaut hast in deinem Leben? Da hat er dir eine CNC-Maschine geschenkt schon? Nein, also. Pfeil und Bogen war das Erste, was ich gebaut habe. Ja. Wie alt warst du? Keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt, ja.
Ich glaube so, das Thema Holz, viele, die im Möbelgeschäft kaufen, wissen gar nicht, dass Schreiner zu ähnlichen Preisen das auf Maß in toller Qualität fertigen können, oder? Teilweise sogar ein bisschen günstiger, ja. Das ist so. Und dann auf Maß, genau, das hält dann auch ewig. Wenn man es fünfmal auf und abbaut, dann kann man es, dann steht es sogar noch. Jetzt ist es ja beim Fahrzeugbau was ganz Besonderes. Das ist ja so ein, ich sag mal, eine Wohnung im ständigen Erdbebengebiet, hat immer mein Kollege Andreas gesagt, ja, aus der Karthago-Ecke. Ja. Der hat gesagt, der Holzbau, der leidet. So, und das Besondere ist, bei euch klappert nichts. Wie habt ihr es hinbekommen? Gebaut wie immer. Sag mal, also da, ich sag mal so, es gibt ja viele Dinge, da knirscht es, da ist irgendwas da, wo es knirscht, da gibt es ja Abnutzungen. Wie werden die Möbel gebaut, dass sie nicht klappern? Die Möbel werden genauso gebaut, auch mit der gleichen Beschläge jetzt halt, wie Möbel, die in meiner Wohnung auch einbaut. Das unterscheidet uns da halt von der anderen. In dem also Haushaltsqualität hast du? Ja, genau. So, das heißt, das Zusammenfügen der Möbel, wie wird das gemacht? Werden die gezapft oder wie machst du das? Nein, die werden mit Verbinder, das sind Lamellotenso heißen die, werden die verbunden und verleimt. Also die sind nicht wieder lösbar, sondern die sind fest verleimt alle. So, das heißt also, wenn du das auseinanderkriegen willst, dann muss es schon abhauen. Dann müsste man es zerstören. Genau. Gott. Ja, erstmal vielen Dank. Ihr seid ein Team, da muss man sich ja auch verstehen. Wie läuft das mit der Firmenkultur hier? Abends gibt es nochmal ein Bier? Ja, regelmäßig. Sehr schön. Ja. Southman. Und da, ich zeig's mal gerade, ein Kaffeestück. Er kann es sich aber auch erlauben, das sind ungefähr, Carina, was denkst du, 700? Ungefähr wird hinkommen. 700 Kalorien hat er in der Hand. Du machst Sport? Ab und zu, ja. Ab und zu. Was machst du? Alles, was gerade, also viel Laufen, ja, viel Laufen. Ich glaube, das musst du auch jetzt. Berge, ja. Die Berge. Du machst Marketing. Southend.de, mit dir habe ich schon einige Videos gedreht. Du bist der? Daniel. So, und euch allen vielen, vielen Dank und gerade dir, Carina. Ja, ich weiß gar nicht, was das kostet, ja, wenn du mal 2 Stunden aus deinem Job raus bist, aber das muss auch mal sein, oder? Ja, Freitagnachmittag ist frei. Das ist okay. Es war so schlechtes Wetter, das Ganze, weißt du noch, über Winter und Herbst und so weiter. Ist das jetzt nicht mal schön? Guck mal hier, seit einer Woche haben wir Hochdruck. Ja, das ist wirklich toll, traumhaft. Die Frühlingsgefühle sind auf jeden Fall da. Ist das, gibt's hier einen Föhn eigentlich in der Gegend? Ja, ja. Klar. Was ist Föhn? Erklär mal Leuten so wie mir, was ist Föhn? Föhn ist, wenn die warme Luft aus Italien über die Alpen rüberkommt und dann bei uns wieder absinkt. Das heißt, überall ist kalt, hier ist warm? Richtig. Hier ist warm und die Berge sehen aus, als würde man sie greifen können. Warum auch immer, das weiß ich tatsächlich nicht. Echt? Ja, das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Danke. So, vielen Dank fürs Einschalten. Carina und ihr, hat der einen Namen? Wer denn? Ob er einen Namen hat, der Rudi. Rudi. Und ja. Der Rudi. Danke. Tschüss. Ciao.